eine natürliche Stirndesign oder eine Stirnbehandlung mit Botulinumtoxin. Auch das ist möglich, wenn man die Dosierung richtig ansetzt und das ist das Wichtigere daran, die Konzentration der Botulinumtoxin-Wirkung in entsprechender Weise auf jeden einzelnen Patienten ansetzt und nicht eine gleiche Dosierung bei jedem Patienten durchsetzt. Dafür ist natürlich ein Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie notwendig, am besten der Level Klasse 1. Was das bedeutet, erklären wir gerne in den weiteren Videos von uns.